Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, für eine Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht sehe ich wahrlich keinen Anlass. Die von der Fraktion der NPD vorgelegte Begründung, sowohl Bundeswehr als auch soziale Dienste seien handlungsunfähig, entbehrt für mich und ich denke auch für die hier anwesenden Vertreter der demokratischen Fraktion jeder Grundlage. Für eine Wehrpflicht muss es sicherheitspolitische Gründe geben. Diese Gründe sind aber spätestens seit Ende des Kalten Krieges weggefallen. Es gibt keine konventionellen Streitkräfte, die Deutschland bedrohen und wird es auf absehbare Zeit auch nicht geben. Für diesen Fall war von der Gründung der Bundeswehr an vorgesehen, dass die Wehrpflicht ausgesetzt werden kann. Es ist niemandem in Deutschland glaubwürdig zu vermitteln, weshalb es immer noch eine Wehrpflicht geben soll, die ja einen gravierenden Einschnitt in die Biografie junger Männer dargestellt hat, wenn es gar keine Bedrohungssituation gibt. Einen Verteidigungsfall, wie von der NPD formuliert, gibt es weder heute noch in naher Zukunft. Wir haben heute zum ersten Mal in unserer Geschichte nur Freunde, Verbündete und Partner als Nachbarn. Seit 1990 wurde die Personalstruktur der Bundeswehr in mehreren Schritten den veränderten Anforderungen angepasst. Mit der Neuausrichtung der Bundeswehr ist seit 2011 eine neue Zielgröße festgelegt worden. Zukünftig ist ein Gesamtumfang von bis zu 185.000 Soldatinnen und Soldaten vorgesehen, der sich aus 170.000 Zeit- und Berufssoldaten inklusive Reservisten sowie aus 5.000 bis 15.000 freiwillig Wehrdienstleistenden zusammensetzt. Nun schauen wir uns die Zahlen, die jetzt vorliegen, im September 2013 an. Das ist die Quelle direkt von der Bundeswehr. Es gibt 176.260 Berufs- und Zeitsoldaten, dazu 6.667 freiwillig Wehrdienstleistende. Sieht also ganz gut aus. Die gegenwärtige Zahl der Soldatinnen, ob Berufs- und Zeitsoldatinnen oder freiwillig Wehrdienstleistenden, entspricht damit den 2011 festgelegten Zielgrößen. Handlungsbedarf kann ich da keinen erkennen. Die Zeit des Wehrdienstes wurde immer mal wieder geändert, dauerte im Durchschnitt 12 Monate, zuletzt waren es auch nur noch 6 Monate. Die freiwillig Wehrdienstleistenden können sich bis zu 23 Monate verpflichten. Wenn nun also, wie im Rechenbeispiel der NPD, 4.106 Personen neu hinzukommen, muss man für die Gesamtzahl auch diejenigen rechnen, deren Dienstzeit noch weiterläuft. Mit der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht nun Personallücken bei sozialen Diensten schließen zu wollen, halte ich für besonders hanebüchen. Es fehlt dort nicht an Personen, die aus Gewissensgründen den Dienst an der Waffe ablehnen. Die gibt es in sozialen und pflegenden Berufen sicherlich reichlich. Was aber in den sozialen Berufen fehlt, sind gute Löhne und gute Arbeitsbedingungen. Aber das Image der Pflege ist schlecht und die Arbeit ist ein Knochenjob, der die Beschäftigten körperlich und psychisch belastet. Hinzu kommt, dass es kaum Karrierechancen gibt. Das Interesse, einen dieser Berufe zu ergreifen, ist daher deutlich geringer als der Bedarf. Was fehlt, sind vor allem gut ausgebildete Fachkräfte und keine Zivildienstleistende, deren Dienstzeit schon wenige Monate, nachdem sie angelernt wurden, wieder vorbei ist. Hier ist es dringend erforderlich, Fachkräfte aus außereuropäischen Staaten, beispielsweise Indien, Korea, den Philippinen oder Vietnam, anzuwerben und ihnen eine Zukunftsperspektive in Deutschland zu geben. Wir lehnen diesen Antrag ab. Danke sehr.